Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Wir genießen ein bisschen das Meer. Es sieht ja fast schön hier aus, ne? Und ich war eben noch mal trotzdem noch mal ganz kurz in der Stadt und habe mir noch mal Seile geholt, die ich noch ausrüsten muss. Digga. Ah, jetzt. Gut, damit wir dann auch bloß neue Viecher sammeln können. Wie zum Beispiel sowas. So, und nochmal Leben uns gönnen. Und ich möchte gerne nochmal neue Seile haben. Netze kaufen. Ist das euer Ernst? Oh, irgendwelche coolen Sachen. Kettenpanzerweste. Gut. Hallo, mein Freund. Wir nehmen trotzdem erstmal einfache Seile mit. Dann schauen wir. Hier ist ein Wegpunkt. Was für ein Glück. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal schön Sachen einsammeln. Das sieht ja voll schön hier aus. Mit diesen Glitzerleuchtdingern. Cool. Eigentlich sollten wir ja jetzt gerade noch nicht hier hin, sondern diesem Weg da folgen. Das machen wir auch gleich. Ich wollte hier nur nochmal schnell die ganzen Sachen mitnehmen. Too much clutter. Ich kann diesen Stab nicht mal mitnehmen, aber das ist jetzt nicht schlimm. Geht's hier unten noch weiter oder ist hier so eine Sackgasse? Okay, es geht hier anscheinend noch weiter. So. Dann mal in die Wacht zurück. Welcome. Welcome. Kriegst jetzt eine Menge Crap, mein Freund. Stay sharp out there. So. Nehmen wir mit. Dann können wir los. Und zwar müssen wir nochmal zurück hierhin. Oh, wir sind im Schiffsohr. Aber hier war noch... Ich muss da nochmal hin. Ja. Ich wollte hier nämlich nochmal geradeaus weitergehen. Weil da steht ja Volk der Kaiserstraße. Und das hier sieht aus wie, wie die Kaiserstraße. Ja, und ich würde es jetzt halt einfach gerne mal hier befolgen, was hier auch in der Quest steht. Weil wir jetzt ja nach oben gegangen sind, weil ich dachte, da geht es weiter. Also da ging es auch weiter, aber ich dachte, da geht es weiter, nachdem wir das hier abgesucht haben. So, Eisenring. So kleine Sachen nehmen wir mal mit. Dann hier noch mal. Oh geil. Das ist super, ne? Echt, das könnte ich hier den ganzen Tag machen, ey. So ein Ding hier anklicken und einfach alles explodieren lassen. Und sobald man eine Leiche hat, geht das auch echt gut, finde ich. Ein Schleifstein. Wir finden hier so ein paar nette Sachen. Ist ja nicht schlecht. So, diese bärtigen Teufel haben wir, glaube ich, schon, ne? Hello. Hello. Der Typ ist super, ey. So. Lol, ich dachte gerade, es kommt jetzt der übelste Blitz, aber im Real Life, ja? Also, dass hier so voll Donner ist. Offenbar braucht ihr einen Schlüssel. Ist das euer Ernst jetzt? Jetzt bin ich hierher gelaufen, ohne Schlüssel.
Okay. Das heißt, wir müssen hier einen blöden Schlüssel finden, ja? Sehe ich das richtig? Das heißt, wir müssen vielleicht doch bis zum Arsch der Welt laufen. Und da oben den anderen Weg in den Wald finden. Ja, das hätte man ja auch mal eher Bescheid wissen können. Ne? Wäre ich da mal eher hingegangen, ey, dann müssten wir jetzt hier nicht so sinnlos hin und her laufen. Ja. Immerhin haben wir einen Bewegungsgeschwindigkeitstrank. Aber Schiffsfriedhof klingt auch echt nett. So, ich brauche noch ein paar Leichen. Ledergürtel. Nehmen wir bitte. Gucken wir hier mal weiter. So einen Düsenläufer, haben wir so einen schon? So, auf jeden Fall kriegen wir jetzt unsere Zombies hier wieder. Okay, den hatten wir anscheinend schon. Weil uns das nichts Neues gegeben hat. So. Kaum ist. Diese Schnitzarbeiten sehen schon schick aus, muss ich sagen. Skelette hier wieder auftreiben. Okay, der wollte schon mal nicht, aber der möchte bestimmt. Und das mit einem einfachen Seil, ja. So ein hochwertiger, geschnitzter Stab. Der hat so ein Kombinationsteil, aber nicht so eins, was wir bräuchten. Calm stands before. Für unseren Mobschaden hier. Ah, Leichenexplosion, ich kann es nicht oft genug betonen, wie schön das ist, ne? So, wir müssen mal gucken, ob man sich mal, also wie man sich so transmoggen kann. Das würde mich interessieren. Und diese Prophezeiung müssen wir uns gleich auch nochmal angucken. Oder später irgendwann mal. Hier ist schon mal das Meer. Tippe mal, hier geht's nicht weiter. Oder es geht hier oben weiter. Das kann natürlich auch sein. Kann ich das hier schon nicht mal mehr aufnehmen, ey. Ich laufe hier mal planlos durch die Gegend, ey. Wir müssen auch noch in die Menagerie gehen und das machen, was der Typ da wollte. Was ich bis jetzt noch nicht hinbekommen habe. Ach, wie schön, hier ist Ende. Warum auch nicht? Dann laufen wir mal ganz schnell. Guck mal, was es hier so gibt. Kettengürtel. Kann ich bestimmt auch schon nicht mehr mitnehmen. Doch, kann ich. Frankly, I would have stuck fast. Ja, cool. Die Eilflamme. My loveliest if the history books ausgebotet. Till we meet again,
Okay, ich muss jetzt noch so eine dumme Flamme finden. Alles klar. Bronze Zepter. Ich habe gerade Bronze Peter gelesen. Ey. Weil man diese Lötkolben bei uns an der Schule auch Brennpeter nennt und ich das noch nie im Leben gehört habe. Brennpeter. Hätte ja sein können, dass man genau hier weitergehen kann, aus welchen Gründen auch immer. Wir kriegen ja voll die Portalrollen gerade geschenkt, ne? Das ist nicht verkehrt. Oh, die armen Geister. Aber man konnte hier lang gehen, ja? In dieser netten Brandung stehen und sich das Meer angucken. Ach, die bleiben da stehen, die Zombies. Huch, jetzt habe ich die Kaverne. Kaverne? Des Zorns? Was? Hier ist Wegpunkt. Okay, jetzt bin ich schon weitergegangen. Ja, das war jetzt nicht, nicht die Absicht, aber es ist halt so passiert. Aber ich muss ja eh irgendwie da lang. Also mal gucken. Greetings. Greetings. Schleifstein. Halt, ich habe noch was vergessen. Stay sharp out there. Ja, bleib mal ganz so ruhig, mein Freund. So, wir schmeißen erstmal alles rein, was wir hier nicht gebrauchen können. So, zu einem magischen Gegenstand. Aber wir wollen ja so einen seltenen, glaube ich, ne? Explosiver Tod. Leichen nahe des Zielortes explodieren, verursachen Schaden in einem kleinen Bereich und erschaffen eine Kugel. Okay. Sengender Strahl. Entfesselt einen Strahl aus Feuer. Okay. Entkräften Fleischopfer. Verbraucht einen Leichnam, um eure Kreaturen kurzzeitig mit Schnelligkeit zu verstärken. Lichtbogen ist langweilig. Feuerregen. Flammenkugeln. Eisnova. Ein kühler Kreis aus Eis breitet sich vom Wirkenden aus. Okay. Fleischopfer. Nee. Wir nehmen den. Take care. Das kann man so machen. Ich glaube, wir gehen besser zum Schiffsfriedhof. Warte mal, was gibt's denn hier oben? Jetzt mal interessant, ob man das hier gebrauchen kann. Korallenamulett, nice. Weste. Und einen Doppelspitzenpfeilköcher. Nehmen wir mal mit. Immerhin haben wir noch so ein Viech gekillt gekriegt. Wobei, wir nehmen einfach alles mit. Und wir haben den Wegpunkt ja auf dem Weg.
Und da können wir das nämlich nochmal alles in der Stadt lassen. Und da muss ich jetzt auch bald schon zu Diablo wechseln, sonst tötet mein Bruder mich. Nee, so war das nicht geplant. Mehr weil. Und damit. Und die liebe Truhe. Läuft. Oder mal dahin, ne? Wir können ja noch mal gucken, was es hier so gibt. Immerhin waren wir ja hier auch noch gar nicht richtig. Weidenweste. Ja, die nehmen wir auch mal mit der Truhe. Unterstützung, Falle. Nehmen wir auch mit, ne? Lederschuppenstiefel nehmen wir auch mit. Plattenschrott kann man auch mal gebrauchen. Oh, da ist die Schiffsfriedhofshöhle. Ja, das nehmen wir auch mit. So, hier geht's rein. Ich will aber noch mal ganz kurz hier so rumlaufen, ob hier noch irgendwas ist. Oh, süß. So eine kleine Wasserpfütze. Eine Kiste kann man auch mal schnell mitnehmen. War wie erwartet natürlich nichts drin. Oh, hier ist noch so eine zweite Höhle, oder? Okay, wir gehen erstmal in die hier rein. Ach, das ist hier schon der andere Ausgang oder so. Mal sehen, was wir in der Schiffsfriedhofshöhle gefunden haben. Oder finden werden, besser gesagt. Okay, die hatten wir auch. Nee, die hatten wir noch nicht. Sehr schön. Alle Kettengürtel. Na, Digga. Starkes Netz. Bestiariumsphäre. Überträgt eine Bestie in einen handelbaren Gegenstand. Lol. Nee. Wir brauchen einmal Seile. Ein Schild. Und Handschuhe. Nehmen wir auch mit. Ein Soldatenhelm kann man auch gebrauchen. Eine Kiste. Und eine Ecke, die uns rein gar nichts gebracht hat. Aber hey, wir waren da. Oh mein Gott, unser erstes Item. Warum? So, warum? Druidris Elixier, okay. Erhöhte verbrauchte Füllung. Entfernt 20% eures maximalen Energieschilds bei Nutzung. Ihr erleidet bei Nutzung 10% eures maximalen Lebens als Chaosschaden. Ihr erhaltet eine Rasereiladung und eine Widerstandsladung. Okay.
Alles klar, wir haben es dabei. Das zählt. Ein Ziegenhorn. Noch eine Kiste. Too much clutter. Ja, ist ja okay. Was haben wir denn gekriegt hier, geiles, ey? Ich brauche aber Leichen. Okay, es bietet sich gerade an, noch mal ein bisschen Portalrolle hier zu benutzen. Wir haben jetzt ja mal wieder ein paar dazu gekriegt. Um zurückzugehen. Oder gucken wir mal. Hallo, Tag Leid. Saphirring. Das kann gnadenlos weg. Und tschüss, Digga. So, dann hier nochmal die Truhe. So, das behalten wir jetzt einfach. Ganz dreist. Ne, wir hatten doch hier unser Wegpunkt-Dings. Unser Portalchen. Voll eine Sackgasse. Deswegen bin ich wieder gekommen. Ist euer Ernst. So, dann nehmen wir noch so schöne kleine Sachen mit einem Knochenhaufen. Wow, der hat uns sehr weitergebracht. Ich muss schon sagen. Ich kriege immer weiter das Feeling von Diablo. Also von den ganzen Items, die man alle gebrauchen kann natürlich. Gut, aus Wasserdingern, Geistern kriegt man schon mal keine Leichen. So, das ist, wird jetzt ein bisschen blöd hier. Da muss ich nämlich erstmal neue beschwören. Achso, warte, der ist schon tot, der Typ, ey. Ja, den hat es auch nicht lange gegeben. Oh, so ein Amulett nehmen wir mal mit, ne? Das ist alles, was wir kriegen können. Hier haben wir seine blöde Allflamme gekriegt. Ich hoffe, der Typ wird jetzt glücklich. Und natürlich haben wir auch die Sackgasse mitgenommen, was auch sonst. Okay. Ach so, hier kommt man natürlich wieder raus. So, der Typ mit der Quest. Der ist jetzt natürlich irgendwie am Arsch der Welt. Da hinten, Fairgraves. Mal schnell die zwei zur Gemüte führen. Dann sind wir auch schneller. Oh, da ist eine Truhe. Too much clutter. Ja, wir können schon wieder nichts tragen. Jetzt gedacht. Ey, warum wusste ich, dass sowas passiert? Nein! Oh! So, zum Kontrollpunkt. Scheiße, ey. Fähigkeitenpunkte. Ganz wichtig. Was haben wir hier? Maximales Energieschild und so. Intelligenz. Unterbrechung bei Zaubern. Vernichtung. Auch nicht schlecht, ne? Okay. Gehen wir doch noch mal zu dem Typen mit Sonderwünschen zurück.
Scheiße, der steht ja noch in seiner vollen Blüte da. Hab ich schon wieder vergessen. Natürlich haben wir jetzt keinen Platz mehr im Inventar. Das heißt, wir werden jetzt alles zurückbringen. Und ich glaube, der Typ bietet sich auch ziemlich gut an, um den Part dann gleich einfach da zu beenden, nachdem wir hier alles weggebracht haben. Ey, weg damit. Geschick brauchen wir nicht. Wir sind Intelligenzklasse. Und wir heißen einfach Intelligenzia, ja, also. Und dann werden wir die Truhe nochmal füllen. Fairgraves was a good man. Buch der Fertigkeiten, sehr schön. So, dann gibt es jetzt nämlich hier noch. Crit-Chance, oder Crit-Schaden war es, glaube ich. Crit-Schaden schadet ja nicht, ne? Also es schadet schon, aber nicht uns. So, dann können wir uns hier nochmal bedienen. Das nicht. Egal. So, jetzt gehen wir einfach da unten nochmal rein. Dann kommen wir nämlich zur nächsten Ebene, wo wir dann, glaube ich, wieder einen Wegpunkt direkt haben. Holen uns schon mal zwei neue Leichenfreunde wieder. Und dann kann es weitergehen. Aber so einen Zauberstab können wir, glaube ich, noch mitnehmen. Genau. So, danke für den Geschwindigkeitsboost, liebes Spiel. Die schöne Kaverne kann man jetzt hier... Die kann man nämlich gut benutzen. Hier haben wir jetzt den Wegpunkt. So. Welcome. Ja. Willkommen, mein Freund. Ich habe ganz viel Trash für dich. Stay sharp out there. So. Aber das noch mitnehmen? Hier war irgendwie noch so ein Schleifstein. Ja, dann passt das. So, hier würde ich jetzt auch verweilen. Unser Magier sieht langsam so ein bisschen aus wie ein Schurke ohne Hose, aber... Ne? Ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.